Ja, hallo allerseits. In diesem Video geht es hier um das Smartphone von LG. Das ist ein P500 Optimus One und das Ding ist defekt. Ich kann es auch noch nicht mal einschalten, also da passiert gar nichts. Und jetzt mache ich das, nehme ich das jetzt einfach erstmal auseinander. Also das ist sozusagen ein Teardown, Auseinandernehmen dieses Teils. Das erste, was man natürlich machen muss, ist den Akku rausnehmen. Dann drückt man hier auf hinten auf die Abdeckung und zieht die Abdeckung ab. Dann ist die erstmal ab. Den Akku kann man dann hier rausnehmen. So sieht das jetzt dann erstmal aus. Der nächste Schritt, um das Ding völlig auseinanderzunehmen, ist, dass man die 6 Schrauben löst. Dazu sollte man wirklich gutes Werkzeug benutzen, denn die Schrauben sind mit Schraubensicherungslack gesichert und daher sehr fest. Und wenn man da billiges Werkzeug nimmt, dann werden die Schrauben verhunzt, beziehungsweise das Werkzeug, eins von beiden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein VH Pico Finish 261 P genommen. Das eignet sich sehr gut dazu, um die Schrauben zu lösen. Man muss da relativ stark aufdrücken, aber dann kann man die Schrauben lösen. Ich mache das jetzt hier mal. Naja. So, die 6 Schrauben. Wenn man es jetzt umdreht, sollten die 6 Schrauben rausfallen. Hier ist vorhin eine schon verloren gegangen, deswegen sind es nur 5. Aber die werde ich sicherlich wiederfinden. So, die Schrauben sind jetzt ab. Und als nächstes muss man hier die Abdeckung oder den vorderen Bereich von dem hinteren Bereich lösen. Da kann man entweder einen Fingernagel nehmen oder auch ein Stück Plastik, also nicht mit Metall oder so daran gehen und vorsichtig diese Abdeckung hier lösen. Das geht eigentlich in der Regel gut. Wichtig dabei ist, dass man hier dann auf einmal so ein kleines Teil bekommt, Plastikteil. Das ist der Einschalter, also nicht wegschmeißen oder so. Ist auch nichts abgebrochen, der ist also lose drin. Und was auch noch lose drin ist, ist die Laut-Leise-Taste. Das ist dieses Teil hier. So, da haben wir erstmal das in diesem Zustand. Jetzt, wenn man es weiter auseinandernehmen will, muss man die Leiterplatte irgendwie lösen. Und das macht man in folgendermaßen: Man löst hier die Schrauben für die Abdeckung der USB-Buchse, ebenfalls mit diesem Schraubendreher. Und dann hat man jetzt also dieses Teil hier in der Hand gleich. Na, drehen wir es mal um. So, da ist also jetzt diese Metallabdeckung vorhanden. Die beiden sehr kleinen Schrauben. So. Und jetzt kann man eigentlich das lösen, indem man hier vorsichtig auch hier einfach mal mit dem Fingernagel dazwischen geht. So, jetzt gibt es ein Problem. Das lässt sich so an sich noch nicht lösen. Zunächst muss hier vorne auch noch das abgelöst werden. Das ist hier so eingehakt. Da wo der SD-Kartenhalter drauf ist. Den muss man also vorsichtig lösen. Das ist eventuell etwas schwierig. Jetzt fehlt uns hier noch diese Gummimatte entgegen. Das macht aber nichts. Ich versuche es hier mal weiter zu lösen. Das funktioniert leider nicht so gut. So, also von der Seite aus kann man es gut kippen. Dann kippt man es um und man sieht, hier ist gleich so ein Steckverbinder, der löst sich hier. Also man sieht diesen kleinen Steckverbinder, der ist dort in dieser Buchse drin. Dann hat man also jetzt hier den SD-Kartenhalter abmontiert. Als nächstes löst man hier an der Seite die Stecker und hier ebenfalls sehr vorsichtig. Und jetzt kann man die Leiterplatte hier vorsichtig zur Seite rausziehen. So, das ist also die Leiterplatte jetzt.
Hier ist noch eine Metallabdeckung drauf, die kann man auch lösen. Die ist auch hier so eingehakt. Na. Achso, zuvor muss man die Kamera hier lösen. Die ist hier eingesnappt. Und dann sollte das eigentlich abgehen. So, also hier Kameramodul, die Hauptleiterplatte, wie man hier sieht. Und zum Schluss könnte man jetzt nochmal das Display komplett rausnehmen. Und das biegt man dann einfach so ein bisschen hier, dann geht es hier schon raus und dann kann man das vorsichtig hier auch rauslösen. Nicht zu sehr biegen natürlich, das ist alles sehr empfindlich und dauert eben ein bisschen vielleicht, aber das ist eigentlich alles ganz gut machbar. So, jetzt ist es lose und wie man sieht, habe ich jetzt hier das Display in der Hand. Was hier noch übrig bleibt, ist jetzt eben die Frontseite und dann hier das Display. Ich drehe es mal andersrum, damit es nicht zerkratzt oder so. Hier der SD-Kartenhalter. Also das sind jetzt die Teile für dieses Smartphone, die praktisch in diesem Smartphone drin sind. Das sind die Teile, die man lösen kann. So, ich sortiere das mal ein bisschen hier. Abdeckung. Jo. So kann man das LG P500 auseinandernehmen. Wie gesagt, nochmal wichtiger Hinweis, vernünftiges Werkzeug verwenden hier. Keine Billigschraubendreher, die taugen nichts in der Regel. Die Schrauben sind wirklich sehr fest, sodass man da wirklich richtig gutes Werkzeug braucht, um keine Schraube zu überdrehen oder wie auch immer. Ja, das war's erstmal. Tschüss. Ja, hallo nochmal zu diesem zweiten Video, zu diesem kaputten Smartphone LG P500. Ich habe jetzt hier mal die Riftbox angeschlossen. Das Schwierigste war wirklich hier den Stecker anzulöten. Das war sehr problematisch, aber es hat geklappt. Und man kann jetzt auf dem PC hier sehen, dass er also die Firmware raufzieht. Und er ist jetzt hier bei 70-75%, sodass das hier erstmal wieder zum Leben erweckt wird. So, nachdem die Firmware hier für das Mobilephone aufgespielt wurde über die Riftbox, habe ich hier die Riftbox mal abgeklemmt, den Stecker, habe hier die Powerversorgung nach wie vor dran und habe das Display angeschlossen. Und wenn ich jetzt die Spannungsversorgung hier einschalte, also die USB-Spannungsversorgung für das Smartphone, sieht man, jetzt kommt sofort die Anzeige mit dem Emergency Mode und somit sollte es jetzt kein Problem sein, das Smartphone wieder zum Leben zu erwecken. Er erkennt jetzt auch an dem PC, wo ich das dran habe, das Gerät, das Device, das heißt also, da ist schon mal jetzt eine gute Basis, um eine Wiederbelebung zu probieren. So, bevor es weitergeht, mal kurz ein paar Erfahrungsberichte und Tipps vielleicht. Wenn man sowas machen will, braucht man Tools dazu. Das ist in dem Fall die Riftbox. Die hier kostet ein bisschen Geld, wenn man mehrere Handys zu reparieren hat, dann lohnt sich das sicherlich schon. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass ich empfehle, hier diese Leiterplatte von der Riftbox zu benutzen. Das ist also mit dabei, mit dem Flachbandkabel. Dort habe ich also alle notwendigen Signalpins angelötet und auf der anderen Seite dünne Kupferlackdrähte genommen. Die habe ich hier zuerst angelötet und dann bin ich rübergegangen und habe dort den Stecker an dem Handy praktisch angelötet oder die Kabel an den Stecker, was extrem schwer ist. Man sollte da in jedem Fall eine Lupenleuchte nehmen. Selbst wenn man gute Augen hat, ist es extrem schwer, dort die Drähte richtig anzulöten. Das ist also das eine, Lupenleuchte nehmen. Helles Licht, ganz wichtig, nicht in der Dunkelheit arbeiten. Ein zweiter wichtiger Punkt, der mir leider einmal unterlaufen ist, den ich vergessen habe. Ich habe
Also was ich empfehlen kann, ist, dass man, nachdem man jetzt hier einen Draht angelötet hat, ihn gleich hier zum Beispiel mit Tesafilm fixiert und auch die Leiterplatte hier fixiert, damit es nicht wegrutschen kann. Denn mir ist es passiert, dass die Lötstellen doch nicht so gut waren, sodass mir zwei, drei Drähtchen beim Bewegen abgegangen sind und das dann nicht funktioniert hat, beziehungsweise die Software von der Riftbox natürlich einen Fehler gemeldet hat. Das wäre also eine Empfehlung. Also alles schön ankleben und wenn man den Update oder dieses Wiederbeleben gestartet hat oder wenn es durchgelaufen ist, mal kurz anschließen. Hier, man sieht, hier leuchten die Leuchtdioden. Das heißt, er hat schon jetzt eine bestimmte Betriebsbereitschaft. Er ist jetzt im Emergency Mode, wie wir ja an dem anderen davor schon gesehen haben, mit dem Display. Ich habe jetzt auch das Display einfach mal angeschlossen vorhin, um einfach zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich das einschalte, um zu sehen, ist ja wirklich, hat das wirklich funktioniert. Das sollte man auch tun, bevor man vielleicht das ganze Gerät wieder zusammenschraubt. Gut, dann geht es jetzt weiter, dann mit Android.